Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Den sehr guten Saisonstart bei der SVE-Premiere fortsetzen. So oder so ähnlich könnte die Marschroute lauten. Und damit moin und herzlich willkommen zum Admiral Bett Spieltagscheck vor dem Auswärtsspiel unserer Rothosen bei der SV Elversberg. Über dieses Spiel und was sich sonst noch so hier im Volkspark getan hat, wollen wir sprechen. Und das machen wir mit unserem Linksverteidiger Miro Muheim. Moin Miro. Moin. Miro, du kommst direkt vom Trainingsplatz zu mir, hast eben noch mit den Kollegen von Neuro 11 zusammengearbeitet. Erklär den HSV-Fans mal, worum geht's da genau und was bringt euch das? Es geht darum, Standards zu trainieren. Ja, wie der Name schon sagt, mit dem Kopf. Ja, man kriegt so Elektroden angeklebt und da geht es darum, sich zu konzentrieren und da voll den Fokus auf den Standard zu legen und dann halt zu üben und besser zu werden. Und da haben wir heute ein paar Sachen trainiert und es ist echt spannend, was die so machen. Hätte ich jetzt gefragt, wie fühlt sich das für dich an? Ist das sehr ungewohnt oder geht das schnell, dass man da reinfindet dann? Ja, es ist schon speziell. Sie achten halt auf Sachen, die jetzt mir nie eingefallen wären. Aber ich habe schon gemerkt, dass es hilft. Und ja, wenn wir da noch besser werden können, dann ist das natürlich was sehr Gutes und Interessantes. Die Länderspielpause geht jetzt ja zu Ende. In der Länderspielpause haben wir hier im Volkspark gegen den FC Volendam getestet aus der Eredivisie. Ich fand es ganz interessant, du hast das erste Mal seit längerer Zeit wieder links außen gespielt, wurdest zur Halbzeit eingewechselt. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, es hat Spaß gemacht. War wieder etwas ungewohnt. Ich habe ja früher auch schon weiter vorne gespielt, aber jetzt schon lange nicht mehr. Und ich fand es eigentlich ziemlich gut, bis auf die zwei Chancen, die ich vergeben habe. Das ja, war ein bisschen unglücklich, aber sonst hat es sich echt gut angefühlt und ich fand, dass die Mannschaft eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Halt eben die Chancenauswertung hätte ein bisschen besser sein können. Im nächsten Pflichtspiel gehen die Dinger wieder rein. Soweit also die ersten Eindrücke von Miro Muheim und die wollen wir jetzt nochmal vertiefen. Und das machen wir in unserem Blog Unser HSV. Die Länderspielpause ist überwunden und die Augen sind gerichtet auf das allererste Spiel gegen die SV Elversberg. Nach der ersten Unterbrechung des Ligaspielbetriebs der neuen Saison ging für die Rothosen in dieser Woche das altbekannte Tagesgeschäft weiter. Mit auf dem Trainingsplatz dabei waren ab Mitte der Woche auch die Länderspielreisenden, die in der Pause mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren. Für Innenverteidiger Stefan Ambrosius gab es dabei einen ganz besonders großen Grund zur Freude. Am Dienstag gab er sein Debüt für Ghanas Nationalmannschaft. Während Ambrosius und Co. auf Länderspielreise waren, nutzten ihre in Hamburg gebliebenen Mannschaftskollegen die Zeit für ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten FC Volendam. Trotz einer 1:2-Niederlage konnten die Rothosen einige Schlüsse aus der Partie ziehen, die sie in den kommenden Ligaspielen weiterbringen sollen. Intensität muss sehr hoch sein. Wir müssen aufpassen, erste Ballannahme und erste Passspiel, dass das sauber ist, dass wir gut rausspielen könnten und weniger Fehler zu machen. Jetzt haben wir sehr gut angefangen und dann hatte ich das Gefühl gehabt, seit meinem Fehler, dass es danach ein bisschen schlechter war, so gesagt. Aber dann zweite Halbzeit sind wir wieder sehr positiv gestartet, neben kleiner Einwechsel und guter Pep-Talk vom Trainer. Und dann waren wir wirklich gut drin, muss ich sagen, sehr sauber rausgespielt, viele Torchancen auch rausgespielt, aber dann leider zu wenig Toren. Am Sonnabend bei Liga-Neuling Elversberg hat der HSV die Möglichkeit, eine bessere Chancenverwertung an den Tag zu legen. Tim Walter und seine Mannschaft wissen um die Stärken des Aufsteigers und wollen die Saarländer keinesfalls unterschätzen. Wir sind darauf vorbereitet. Wir kennen die Mannschaft, wir haben alles angeguckt. Ja, und deswegen werden wir nicht den Elversbergern den Gefallen tun, dass wir sie unterschätzen, auch wenn andere das denken. Sondern wir sind heiß auf Siege, wir wollen gewinnen. Ja, okay, Euphorie könnten wir auch sagen, Euphorie, mir ist aber Energie viel lieber als Euphorie. Und das erwarte ich von meiner Mannschaft, dass wir Energie reinlegen und dass wir genauso auftreten, weil wir immer gewinnen wollen.
Im Saarland wird Cheftrainer Walter auf einen breiten Kader zurückgreifen können. Außer Anssi Suhonen und Lukas Poreba, die verletzungsbedingt individuell trainierten, standen alle anderen Schützlinge von Tim Walter unter der Woche im Teamtraining. Auch William Mikkel-Brancis, der die vergangenen Wochen wegen einer Hüftverletzung ausgefallen war, steht gegen Elversberg vor seinem Comeback in den Spieltagskader. In Elversberg erwartet die Rothosen eine eher ungewöhnliche Szenerie. Nur knapp 10.000 Fans passen in das Stadion des Aufsteigers. Das ganz besondere Spiel im Saarland will der HSV aber erfolgreich gestalten, damit sie die 3 Punkte aus dem allerersten Spiel gegen die SVE mit nach Hamburg nehmen können. Miro, wir wollen nochmal zusammen einen Schritt zurückgehen, und zwar an den Beginn der Sommervorbereitung. Du bist quasi ja in dieser gesamten Phase ausgefallen mit einer Wadenverletzung. Wie bescheiden war das für dich dann im Prinzip, die komplette Vorbereitung verletzt zu verpassen? Ja, es war natürlich ziemlich unglücklich. Ist nicht so gut, wenn man die ganze Vorbereitung verpasst. Wo man sich die ganze Fitness holt für die Saison. War schwer zuzuschauen, wie die anderen trainieren und dann immer nur bei den Physios zu sein und so. Aber zum Glück ist es nicht, war es nicht allzu lange, und ich konnte dann auch schnell wieder einsteigen. Und ich fühle mich jetzt auch sehr gut. Ich habe das alles nachgeholt, auch mit Grütze, unserem Athletiktrainer, unser Reha-Trainer. Und ich fühle mich jetzt wieder 100%ig fit, ja. Also Daniel Müßig und Sebastian Kapell haben dich dann wieder in die Wettkampfform gebracht. Dennoch warst du ja dann die ersten beiden Spiele erstmal auf der Bank, sicherlich aufgrund dieses verpassten Trainingsumfangs. Wie war das für dich? Du warst ja zuvor im Prinzip 1,5 Jahre dauerhaft gesetzt, dann mal zuzuschauen. Das ist schon schwer, weil man natürlich nicht eingreifen kann. Aber die Jungs haben es gut gemacht. Gegen Schalke, das Spiel war unfassbar. Ja, ein emotionales, sehr emotionales Spiel auch für mich, so beim Zuschauen. Ging auf und ab, und schlussendlich war natürlich die Erleichterung groß, dass wir gewonnen haben. Ich hätte natürlich trotzdem gerne mitgespielt. Das hast du dann ja in den vergangenen 4 Pflichtspielen. Wir haben alle gewonnen. Was würdest du sagen, waren die Erfolgsfaktoren in den vergangenen Wochen? Ja, ich finde, wir haben als Mannschaft sehr gut verteidigt, alle zusammen, und gut angegriffen. Wir waren ja sehr stabil, haben wenig Tore bekommen und einfach ja auch Spaß gehabt beim Spielen. Und ja, also der Zusammenhalt war sehr gut auf dem Platz, hat man gespürt. Und wir sind zufrieden, aber das war es noch nicht. Wir wollen so weitermachen. Du warst ja auch ein ganz elementarer Bestandteil dieser Erfolgsserie. Das kann man, glaube ich, ganz bescheiden sagen. Hast 92 Ballaktionen pro 90 Minuten verzeichnet. Das ist der Höchstwert beim HSV. Ist das gewollt, dass du auch im Spielaufbau eine tragende Rolle übernimmst? Ja, also allgemein, wir spielen halt viel hinten raus, und da sind wir Verteidiger halt gefordert. Und dass ich jetzt speziell so viele Ballaktionen habe, das ist eigentlich nicht geplant so. Aber klar, wir wollen von hinten raus spielen, und deshalb haben wir als Verteidiger auch ziemlich viele Ballaktionen. Wir kramen noch mal weiter in der Statistikkiste. Seit Beginn der vergangenen Saison hast du nur ein einziges Spiel verpasst, und das aufgrund einer Gelbsperre. Ansonsten warst du immer fit, hast immer gespielt. Worauf führst du das zurück? Was ist dein Fitnessgeheimnis? Boah, schwer zu sagen. Ich versuche natürlich unter der Woche alles zu machen, dass ich am Wochenende fit bin. Auch nach dem Spiel gute Regeneration. Ich gebe Acht auf meinen Körper, und das zahlt sich aus. Ein Faktor für den Gesamterfolg sind ja sicherlich auch die Fans. Erinnere dich mal zurück, als der HSV dich verpflichtet hat. Die erste Saison 21/22 war noch sehr durch diese Corona-Einschränkungen geprägt. Wie würdest du diese Entwicklung jetzt auch nachzeichnen, was so den Zusammenhalt Fans und Mannschaft angeht? Ja, es ist unfassbar, wie sie jedes Wochenende ins Stadion kommen und uns unterstützen, auch auswärts. Also ich kann mich an das Spiel gegen Hannover erinnern. Das war gefühlt ein Heimspiel. Die haben so Stimmung gemacht, und es macht einfach nur Spaß.
Deine guten Leistungen sind auch international aufgefallen. Du hast ja sehr viele U-Länderspiele für die Schweiz bestritten, warst jetzt zuletzt auch das erste Mal wieder so im erweiterten Kreis der A-Nationalmannschaft. Wie würdest du sagen, ist da deine Perspektive in den nächsten Monaten? Ja, also das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich versuche einfach hier meine Leistung zu zeigen. Und klar, es ist ein Traum von mir, mal für die Nationalmannschaft zu spielen. Aber alles, was zählt, sind die Leistungen hier. Und wenn die gut sind, dann kommt hoffentlich auch dann irgendwann mal das Aufgebot. Und die nächste gute Leistung kannst du am Sonnabend auf den Platz bringen. Wir spielen erstmals in einem Pflichtspiel bei der SV Elversberg. Kleines Stadion, Aufsteiger, der bisher spielerisch durchaus überzeugt hat, aber erst 4 Punkte eingefahren hat. Was glaubst du, erwartet uns? Ja, ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die auch versucht, Fußball zu spielen. Ich denke, sie werden sehr heiß sein auf dieses Spiel und alles reinwerfen. Es wird sicher kein einfaches Spiel. Und wir müssen einfach von der ersten Minute hellwach sein und versuchen da wieder als Mannschaft zu verteidigen und zusammen anzugreifen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir das Spiel positiv gestalten können. Es wird sicher kein einfaches Spiel, sagt Miro Muheim über die Partie bei der SV Elversberg. Und um uns jetzt nochmal ein bisschen Insiderwissen zu holen, schauen wir in den Gegnercheck rein. Am vergangenen Spieltag geschah in Osnabrück etwas Historisches. Mit dem 1:0-Sieg über den ansässigen VfL fuhr die SV Elversberg den ersten Sieg in ihrer Vereinshistorie in der zweiten Bundesliga ein. Im Duell der Aufsteiger öffnete Sommerneuzugang Wahid Fagir mit dem Treffer des Tages passenderweise das Geschichtsbuch. Dieser ist mit bislang 4 Scorerpunkten einer der gefährlichsten Akteure der Elversberger. Ohnehin ist die jüngste Vergangenheit gleichzeitig die erfolgreichste der Saarländer. Noch vor 14 Monaten rollte in der Ursa Farm Arena an der Kaiserlinde der Regionalligaball. Was folgte, waren 2 Meisterschaften und überhaupt erst als 4. Mannschaft der direkte Durchmarsch durch die 3. Liga zum Aufstieg. Federführend dabei Erfolgstrainer Horst Steffen. 2018 übernahm der 54-Jährige im Südwesten der Republik und überzeugte seitdem mit seiner eigenen fußballerischen Handschrift. Diese definiert sich neben der offensiven Ausrichtung auch gerade der Intensität auf dem Spielfeld. So führt die SVE die Liga unter anderem in den Kategorien wie der Laufdistanz oder den intensiven Metern an. Ebenfalls reihen sich die Mann von Steffen auf Rang 2 der meisten gewonnenen Zweikämpfe ein. Allerdings stellen die Elversberger auch mit bereits 12 kassierten Gegentoren die schlechteste Defensive der Liga. Somit steht für den Aufsteiger aktuell Platz 15 der Tabelle zu Buche. Am Sonnabend öffnet sich mit dem Gastspiel des HSV eine neue Seite des Geschichtsbuches. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Clubs überhaupt. Neben unserer Partie stehen diesen Spieltag einige lokale Rivalitäten im Mittelpunkt. Paderborn trifft auf Wien Wiesbaden. Zwischen Nürnberg und Fürth kommt es zum Franken-Derby. Zwischen dem KSC und Kaiserslautern kommt es zum Südwestduell. Rostock trifft auf Fortuna Düsseldorf. Der FC Magdeburg reist im Topspiel zu Schalke 04. Hertha BSC empfängt Eintracht Braunschweig. Zwischen St. Pauli und Kiel kommt es zum Duell der Nordclubs. Und Hannover 96 empfängt den VfL Osnabrück. Es ist Crunch-Time für Miro Muheim und Miro, du bist ja schon ein paar Tage dabei, deswegen muss ich dir die Regel nicht mehr groß erklären. Für alle da draußen noch einmal, 60 Sekunden hast du gleich Zeit, wirst währenddessen den Ball hochhalten. Von mir gibt es ein paar Fachfragen zum HSV, zu deiner Karriere, zum sonstigen sportlichen Geschehen. Jede richtige Antwort gibt logischerweise einen Punkt. Wenn dir der Ball runterfällt, ist es nur ein Minuspunkt, also die Crunch-Time ist dann nicht beendet, aber halt ein Minuspunkt, der wehtut. Vorn in der Tabelle aktuell Robert Nesta Glatzel mit 11 richtigen Antworten. Das ist also der Leader. Injas van der Bremt hat zuletzt bei mir 10 richtige abgeliefert. Also das ist dann der Außenverteidiger-Anspruch, den du heute auch erfüllen musst. Schauen wir mal. Wenn du bereit bist, Miro, dann zähle ich von 3 runter. Ja. Geh ein Stück beiseite und dann geht's los. Also, auf geht's in 3, 2, 1, los. Hast du mehr oder weniger als 65 Pflichtspiele für den HSV absolviert? Weniger. Falsch. Gegen welches Team hast du dein bisher letztes Tor für den HSV geschossen? Fürth. Korrekt. Wie ging das gestrige Spiel der Schweizer Nati aus? 3-0. Richtig. Gegen welchen Gegner haben wir zuletzt ein Gegentor kassiert? Weiter.
Essen. Welcher HSV-Spieler hatte gegen Hansa Rostock die meisten Ballkontakte? Ich. Richtig. Wer wurde bei der Basketball-WM zum MVP gewählt? Schröder. Richtig. Gegen welches Team hast du dein Debüt für den HSV gegeben? Boah, weiter. Sandhausen. Welcher ist der höchste Berg der Schweiz? Matterhorn. Falsch. Nenne einen Gruppengegner von Shakhtar Donetsk. Porto. Korrekt. Wer hat am Wochenende seinen 24. Grand Slam-Titel gewonnen? Weiter. Djokovic. Auf welchem Platz steht Chelsea in der Premier League? 10. 12. Was war dein höchster Sieg mit dem HSV? 6-0. 5. In Darmstadt. So, Miro, wir haben zusammengezählt. 5 richtige Antworten sind dabei herausgekommen. Lass uns mal die 1-2 Fragen durchgehen, die dich am meisten ärgern. Debüt gegen Sandhausen damals? Ja, hätte ich wissen müssen. Was die Gegentore angeht, wann wir das letzte Gegentor kassiert haben, habe ich gerade schon gesagt, ist natürlich klar, dass du es nicht weißt, weil es so lange her ist. Wäre das Pokalspiel in Essen gewesen, dein erster Startelf-Einsatz dieses Jahr. Und dann müssen wir nur über Tennis sprechen. Ja, ich hatte ein komplettes Blackout. Eigentlich habe ich das gewusst, aber... Ist, wie es ist. 5 richtige Antworten sind völlig in Ordnung. Danke, dass du hier am Start warst. Danke, dass du meine, unsere Fragen beantwortet hast. Und dann weiterhin viel Erfolg. Bleib gesund. Danke. Und das war's dann auch schon wieder vom Admiralbett Spieltagscheck. Macht es wie immer. Lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in diesem Format in der kommenden Woche wieder. Wieder ein Auswärtsspiel, dann an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück. Jetzt aber erstmal voller Fokus auf die SVE. Also, bis dahin, bleibt am Ball und denkt dran, nur der HSV.